Na, ein guter Tag heute. Jeder Tag ist ein guter Tag. Und wenn er mal bekackt beginnt, ja, dann will er dir sicher was zeigen. Denke ich mir mal. Na, hier oben, da oben, gibt's viel Platz. Hier kann man dann was reinschreiben. Ja, ich mache einfach mal so ein Video. Ich habe für mich einen Haufen Sachen erkannt. Die letzten Jahre, vor allem die letzten 15 Jahre, das war eine Katastrophe. Das muss ich ganz klar hier mal festhalten. 15 Jahre wirklich hardcore. Hardcore pur. Ja. Jene, die es nicht erleben, die können sich sowas überhaupt nicht vorstellen. Die letzten 10 Jahre, nicht 15, die letzten 10 Jahre, die waren derart von Verfolgung, von Belästigung, von Drohung, von Gewalt, von Einbrüchen, und Geheimdienstaktionen und. Ja, nicht nur geprägt, sondern dominant diktiert. Es hat dann zu sehr vielem geführt, gesundheitlich natürlich auch. Ja, und dennoch in dieser ganzen Zeit, 2010, kam mein zweiter Sohn zur Welt. In dieser ganzen Zeit hast du eine Verantwortung und musst deinem Kind schauen, deiner Familie schauen. Und das geht bis zu einem gewissen Grade als Aktivist. Und dann ist der Ofen aus. Und vor allem, wenn du ein Aktivist bist und du hast so eine Scheißkonstellation, dass du mitten in der Macht sitzt und nichts, aber gar nichts tun kannst. Und dass du natürlich von dieser Macht als der Gegenpart betrachtet wirst. Es ist eine harte Zeit. Na? Ja, ich habe meine Familie jetzt verloren. Und ich habe meine Familie aus dem Dunkel wieder zurückgefunden. Ich habe sie wieder nicht für mich, sondern für uns. Es ist nicht einfach, es ist sehr, sagen wir mal, kompliziert. Einfach ist es mit dem Jungen, mit ihm geht es wirklich gut. Mit ihr wird es wahrscheinlich in diesem Leben, ich denke eher nicht, wieder fließen können. Ja, ich bin ein Mensch, der glaubt an Wunder, er hat schon einige erlebt, vielleicht gibt es auch hier ein Wunder. Ich denke zurzeit eher nicht. Nun ja, es ist, was ist, es ist jetzt Juli 2018, ganz Europa brennt, von Schweden bis Griechenland, überall Waldbrände. Es ist eine Katastrophe und kein Mensch schreibt oder sagt etwas zu Geoengineering und die Zusammenhänge davon. Warum, verdammt nochmal, lassen sich die Brände nicht löschen? Warum nicht? Weil alles voll mit Aluminium ist. Und Aluminium, das kommt vom Himmel herab, vom Geoengineering, Chemtrails, sage ich dem unverblümt. Das ist egal heutzutage, ob zivil oder militärisch, es sind Chemtrails. Und das sind auch keine Schleierwolken, wie immer noch viele vor 15 Jahren oder wann, nein, noch vorher, hat der Kachelmann
das erfunden. Ja, er hat auch viel Geld dafür bekommen, dass er diese Haltung hat. Und stell dir vor, dieser Part von Mind Control funktioniert ebenso. Noch immer. Ich sitze öfters im Zug oder im Bus oder sonst wo und dann höre ich ältere Leute schwatzen. Ja, zum Glück kann man wenigstens das Wetter nicht manipulieren. Heute ist ja alles manipuliert. Und solches Zeugs, das ist mit Verlaub jenseits des Wirklichen. Die Waldbrände, die hier sind, die vernichten Lebensräume. Das ist eine ganz, ganz grässliche Schiene, hier gefahren wird. Und die Dürren vernichten die Landwirtschaftsflächen. Das Wasser geht aus. Sogar im größten Wasserschloss Europas, in der Schweiz, Feuerverbot, Wasserrationierung. Unglaublich. Und kein Mensch redet über die Ursache. Wer hat das verursacht? Und wie wurde es verursacht? Niemand redet darüber. Niemand redet über das Aluminium, das überall ist. Alle reden von CO2. Das größte Märchen, das ich kenne. Und das jeder glaubt, fast. Nicht jeder. Das ist unglaublich. Und da darf sich auch Greenpeace mal eine Scheibe abschneiden. Greenpeace lebt nur eigentlich vom CO2 allein, indem dass sie die ganze Welt aufschrecken und in Ängste versetzen. Sie machen gute Aktionen. Super. Was Kernkraft anbelangt, etc. und so, auch sonst Umweltschutz. Sehr gute Aktionen, wirklich. Doch das Kerngebiet des CO2, das ist die große Lüge, liebe Greenpeace. Und da werden Menschen benutzt, im guten Glauben, treuen Glauben. Die werden dort benutzt, um andere aufzuschrecken, um Spendengelder reinzuholen. Das sind XXX Millionen. Greenpeace ist weltweit. Und ich liebe Greenpeace, doch diesen Kern verabscheue ich zutiefst. Und das Thema CO2, das muss, nicht nur sollte, sondern muss jetzt auf den Tisch. Diese Lüge geht so nicht weiter, geht nicht. Wir haben mit Mikrowellen und anderem eine wirklich starke Temperaturerhöhung in kurzer Zeit in größeren regionalen Gebieten. Was geschieht dann physikalisch? Was geschieht dann mit Wärme? Das Einzige, das sich dann zusammenzieht, ist das Wasser. Alles andere dehnt sich aus. Das heißt, dann im klimatischen, meteorologischen Sinne gesehen, Wirbelstürme, starke Stürme sind schon fast garantiert. Erdbeben sind ebenfalls im Möglichen. Große Zerstörungen mit Überschwemmungen sind dann ebenfalls im Möglichen. Oder Austrocknung, Dürre, Aushungern. Ja, und was immer geschieht, wenn gesprüht wird, immer, weil wir haben einen Fallout, wir haben eine Schwerkraft hier, die Teile kommen, egal wie klein das sie sind, irgendwann einfach runter und dann liegen sie auf dem Land und sind im Wasser.
und dann werden sie durchs Wasser auch ins Erdreich eingespült. Und, dann geht's weiter via Pflanzen und Oberflächen. Alles ist voll Aluminium, Barium, Strontium etc. Das Aluminium ist der große Brandbeschleuniger. Da braucht es einen Blitzeinschlag und dann geht's los. Oder irgendjemand entfacht, ja, absichtlich einen Brand. Da sind sicher sehr viele auch gelegt. Dann weiß man, in bestimmten Regionen kennt man die Gepflogenheiten, wenn man irgendwie Bauland haben will und es steht Wald dort, dann zündet man einfach den Wald an. Ja, es ist eben nicht so, dass das geistige Kollektiv für alle Menschen auch gilt. Das Niveau ist eben nur bei einigen gestiegen. Einige sind teilweise zurückgefallen oder entwickeln sich einfach nicht. Es ist unglaublich, dieses Thema vom Aluminium muss auf den Tisch. Europaweit brennen Wälder, können nicht gelöscht werden. Auch in Kalifornien kennt man das Problem riesig. Redet mit den Feuerwehrleuten, die können die Feuer nicht mehr löschen. Geht nicht. Die sind viel zu heiß und brennen viel zu schnell. Brauchen wir das wirklich, dass irgendjemand kommt, über unseren Köpfen etwas ablässt und uns dann mit diesem erpresst, diktiert, vernichtet, verletzt? Brauchen wir das? Das braucht kein Mensch, kein Staat. Warum stehst du nicht auf? Warum gehst du nicht auf die Straße? Warum spendest du kein Geld, dass das Projekte in Bewegung bringt, damit dieses der Vergangenheit angehört, damit dieses gestoppt werden kann? Warum nicht? Weil, was soll ich denn alleine? Du bist nicht alleine. Wir sind Millionen in dieser Welt, Millionen, die es erkannt haben. Aber nun braucht es Millionen für Kampagnen. Und diese Millionen, die haben von dort her zu fließen, wo sie vorhanden sind. Ja, bringt Geld in die Kassen der Projekte, bringt Geld dorthin. Es muss gestoppt werden, weil es so sein soll. Danke für dein Verstehen, danke für deine Einsicht, danke dir.